Servus, Freunde des gepflegten Motorsports. Was geht ab? Und ein herzliches Willkommen an alle meine Abonnenten und Zuschauer. Ja, bereits das zweite Video heute für diesen Dienstag. Ich hoffe, ihr habt einen guten Wochenstart gehabt gestern. Ja, jetzt endlich mal wieder nach, ich glaube, 4 Monaten Let's Talk Pause. Haben wir gedacht, ich hau mal wieder eins raus. Und zwar habe ich mir jetzt so also Themen überlegt, welche Lieblingsautos habe ich. Ja, da könnt ihr auch gern fleißig mitkommentieren. Bin ich immer froh drüber, was eure Lieblingsautos sind. Ja, ich sage es so, ich habe zweierlei Lieblingsautos. Und zwar, wenn es sportlich sein soll, wenn es alltagstauglich, also sportlich und alltagstauglich in einem sein soll, bevorzuge ich Porsche. Porsche baut nämlich A sportliche Autos und B alltagstaugliche Autos, also Panamera, Cayenne S, solche Sachen. Dann bauen die aber auch sportliche Autos. Panamera, Carrera, Boxster Targa, solche Sachen. Da muss ich sagen, sportlich gut, vor allem das PDK, das Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Ist meine Meinung nicht schlecht. Ja. Ich muss aber sagen, wenn du jetzt ein rein alltagstaugliches Auto haben willst, das jetzt, wenn du jetzt sagst, du möchtest ein Auto, mit, sagen wir mal, du hast jetzt Familie, hast zwei Kinder und Frau und du brauchst ein Auto, wo du ein bisschen was reinbringst und das alltagstauglich ist, da ist dann VW so eine Marke, ja? Golf Plus, also fährt mein Vater auch, Golf Plus, Golf Plus, Touran, ja, was gibt's noch? Tiguan, solche Autos, ja, das ist so eine Schiene, da bin ich also auch dabei. Ja, dann haben wir sportlich oder lieber luxuriös, das haben wir schon so mehr oder weniger beantwortet jetzt. Dann Veranstaltungen, ja, Veranstaltungen gibt es auch noch ein paar, die man heuer gerne anschauen möchte. Es ist nur das Problem, ich kann momentan keine Videos bearbeiten, weil mein Schnittsoftware, weil meine ganzen Schnittprogramme, die ich ausprobiert habe, seht das Klumpf sein, dass es alles zu spät ist und jetzt kann ich keine Videos bearbeiten. Und damit sind wir auch schon beim letzten Thema. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe einen Movie Maker ausprobiert. Der geht zwar, aber für meine Zwecke ist er nicht geeignet. Dann, ich habe Wanderschärfel Mora ausprobiert. Ja, nicht schlecht, aber, was lüge ich? Nicht schlecht, das ist so grafisch, da geht gar nichts. Dann habe ich ausprobiert Serif Movie Plus. Serif Movie Plus X6. Ist zwar zum Schneiden super. Du kannst dann die Videos, die du mit Serif geschnitten, also mit dem Movie Plus X6 geschnitten hast und abgespeichert hast, kannst du auf YouTube nicht veröffentlichen, weil weil das in einem Dateiformat abgespeichert wird, das heißt MVP, glaube ich. MVP? Ja. Und MVP unterstützt YouTube nicht. Das ist das Problem, jetzt kann ich keine Videos bearbeiten, obwohl ich ein Programm habe. Und da brauche ich eure Hilfe. Schreibt es mir mal unter dem Video in die Kommentare eure Schnittsoftware, die entweder günstig ist oder im besten Fall eine kostenlose. Da dürft ihr wirklich ganz gern unten mit kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder. Ja, gut, vielleicht kann ich auch noch auf die Veranstaltungen kurz eingehen, bevor ich es jetzt vergiss. Es kommen noch so Veranstaltungen wie Ötztern ADAC Bavaria History, also das Oldtimer Fest, das Bayerische Oldtimer Fest, da werde ich hingehen zum Oldie Feeling. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich es filmen kann, beziehungsweise ob ich es dann hochladen kann. Ich habe keine Ahnung. Ja, oder ich staffel das in mehrere Teile, aber ich habe auch nur das Problem, ich kann von meiner Speicherkarte gerade nichts auf dem PC abziehen. Ist scheiße, aber es hilft da nichts. Und ja, gut. Also, das war's jetzt aber wirklich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ihr könnt es auch gerne favorisieren, liken, teilen. Wer von mir keine Videos verpassen möchte, der klickt am besten da unten links auf den Abo-Button und wer zu jedem von meinen neuen Videos eine Benachrichtigung möchte,
auf die Glocken daneben, dann entgeht euch von mir gar nichts mehr. Ja, ich wünsche euch auch schon eine schöne Zeit. Habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.